Jo, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu World of Tanks. Tag 1, beziehungsweise Runde 1 nach der Jubiläumsfolge 100. Also sozusagen Folge 101 von World of Tanks. Ja, hätte ich am Anfang, als ich das Spiel, als ich mit dem Spiel begann, hätte ich das niemals vermutet, dass ich so lange dabei bleibe. Aber es hat doch irgendwie, wie man merkt, was so ein bisschen was, was süchtig macht. Beziehungsweise was einen auf jeden Fall bei der Stange hält. Für mich ist es auf jeden Fall immer ganz wichtig, dass wenn ich ein Spiel spiele, dass ich auch weiterkomme, ohne echtes Geld zu bezahlen. Oh ja, das war schon mal nicht so schlecht. So schnell wie der reagiert hat, hat er wahrscheinlich einen automatischen Feuerlöscher dabei. Ist ja auch egal. Oha, da ging schon mal die Artillerie runter. Und jetzt muss ich schnell nach vorne fahren, um mir noch meinen Kill zu sichern. Ah! Ihr Lumpenpack. Also jetzt hat, glaube ich, dreimal Artillerie hingeschossen. Also nochmal ganz kurz. Mir gefällt das immer ganz gut, wenn man ein Spiel hat, bei dem man halt auch weiterkommt, ohne echt Geld zu bezahlen. Ich habe nichts dagegen, für ein gutes Spiel einmalig auch was zu zahlen. Und generell muss ich auch sagen, gegen Abo-Gebühren habe ich jetzt auch nicht unbedingt was, wenn man dann die Zeit hat. Ich habe ja früher aktiv, lange, lange aktiv World of Warcraft gespielt. Also die ersten, boah, 5, 6 Jahre, glaube ich. Und am Anfang waren da, ja, waren da so 10, 12 Stunden am Tag gar nichts. Und naja, das ändert sich natürlich, sobald man da jetzt irgendwie eine Familie hat. Dann lohnt sich das nicht mehr so wirklich. Und dementsprechend ist es natürlich für mich sehr schade. Ich würde gern mal wieder bei WoW reingucken, wie das mittlerweile so ja, ist, wie das läuft. Aber ich glaube, die werden wahrscheinlich immer noch Abo-Gebühren haben. Dementsprechend, ja, leider nichts mehr für mich. Und das finde ich bei World of Tanks, World of Warships ziemlich cool. Man kann echtes Geld ausgeben, man muss es aber nicht. Es gibt natürlich viele, viele Panzer zu kaufen. Und ja, die sind auch teilweise echt ganz nett. Sowas wie die E25 zum Beispiel, die es ja mittlerweile nicht mehr gibt, leider. Das ist sehr, sehr schade, weil das ein Panzer war, der auf meiner Liste stand, den ich eigentlich mir als erstes hätte holen wollen. Aber naja, vielleicht kommt der ja irgendwann mal wieder. Keine Ahnung. So. Ich werde mich mal ein bisschen nach vorne begeben. Und mal schauen, ob ich hier ein bisschen unterstützen kann. Na, was haben wir da? AL-44, okay. So, der M4 da hinten. Der will ja sicherlich nicht kaputt gemacht werden und wird deshalb gleich hier lang fahren. Was habe ich aufgeklärt? Die Höllenkatze, okay. Nee, der fährt da tatsächlich weiter. Schade. Hätte ich gern noch gehabt. So. So. Gucken wir mal. Au. Der Panther. Klar, da schieße ich daneben. So. Tja. Verrückte Welt.
So, naja, ich würde sagen, Runde 1 geht schon mal sicherlich gut aus, denn gut, die E25, die kann rumfahren, wo sie will. Die werden wir so sicherlich auch nicht kriegen unbedingt. Ich bleibe einfach mal hier. Oh, doch. Okay, dann holen wir sie uns, würde ich sagen. Na, fahren die gegeneinander? Ne, doch nicht. Komm schon, holt sie euch. 85 HP noch. Ich krieg sie, ich krieg sie. Nein. Schade. Aber trotzdem, 5 Treffer, das ist doch super. Da. Das ging doch schon mal ganz gut los hier. Vom Schaden auf jeden Fall wieder Top 5. Das gefällt mir. 14.600 Gewinn gemacht. Und wir haben hier. Hauer, was ist denn hier los? Gerade eben war noch gar keiner online und jetzt schwuppdiwupp. Da sind die Lümmels wieder auf Arbeit und haben gerade Pause. Zäh. Verrückte Welt. Ja gut, kurze Pause und gleich geht's. So, weiter geht's. Die Ladepause ist vorbei. Und diesmal in der Runde keine Artillerie. Das ist natürlich mal... Wow. Hatte ich schon lange nicht. So, komm, ich will noch bis hier hinkommen, bitte. Haha, genau. Komm schon. Yeah. Guter Start. Bis 3 ist weg. So, ich muss ein bisschen weiter hier hinterfahren. Keinen Bock, dass ich gesehen werde. Oh, gut, dass ich nicht abgedrückt habe. Alter! Was zum Teufel? Oh, komm schon. Alter! 4 Sekunden Nachladezeit. 3, 2, 1. Uff. Keiner durch die Stadt, das ist natürlich auch echt der Hammer. Mann, ey. So ein Murks schon wieder hier. Oh! Gott sei Dank. Oh, der fährt hier echt rum. Hau ab. Ich bin hier ein bisschen gerade im Sandwich. Komm ich nicht hin, verdammt. Ha.
Blöd gelaufen. Mann, das Ding ist einfach zu träge, um hier groß hin und her zu switchen. Ja, war klar. Dann schießt er mit Gold, die Sau. Ich glaub's ja wohl nicht. Lol. Hoffentlich machen die den platt. So ein Spasti. 99 HP und der schießt mit Gold. Ja, den machen sie jetzt richtig schön platt. Wäre ich mal bloß nicht so weit vorgefahren, da hätte ich noch leben können. Ach nee, ich musste vorfahren, weil ja keiner durch die Stadt kam. Da wäre ich ja schon fast draufgegangen. Richtig. Das war natürlich schon wieder echt ein bisschen ärgerlich. Da hätte ich viel mehr reißen können als diesen einen Treffer. Mist, Mist, Mist. Ja. Sehr schön. Hat der Goldnoob da jedenfalls seine gerechte Strafe erhalten. So, gut. Gewonnen, paar Punkte gemacht. War jetzt nichts Dolles, aber immerhin sogar noch Gewinn gemacht. Das hätte ich jetzt nicht vermutet. Gut, dann geht's jetzt gleich weiter. Und zwar mit Cliffhanger. So, eine Runde mit einer Artillerie. Wer hätte es vermutet? Ja, gut, ich hätte es vermutet. Ihr wahrscheinlich auch. Wie schnell fährt denn der so? Gucken wir mal. Ja, siehst du wohl. Haben wir doch schon mal den ersten einen verpasst hier. Und vielleicht seinen Vormarsch ein klein bisschen stoppen können. Ja, genau. Park da mal. Das ist gut. Der hat auch getroffen. Sehr schön. Keine Ahnung, wie viel Schaden er gemacht hat, aber Treffen ist schon mal eine wichtige Sache. Oh mein Gott, der kommt immer näher. Der kommt immer näher hier. Ah, Mist. Ja, da pinne ich ihn jetzt so ein bisschen. Ne, bleibst du wohl stehen? Bleibst du wohl stehen? Oh, da komme ich nicht mehr hin. Da komme ich nicht mehr hin. Das ist schlecht. Oh, 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 oh. Oh, Gott sei Dank. Das wäre nämlich jetzt echt ekelhaft geworden, wäre der da durchgekommen. Ich guck mal, ob ich auf den KV-1 hier schießen kann. Ach, Mist, der ist außer. Nicht mehr gespottet. Ah, jetzt wieder, natürlich. Oh. Mano. Komme ich auf jeden Fall schon mal hin. Das ist gut. So, einzielen. Jawoll. Nächster Treffer. Oh oh, die kommen da durch. Das ist nicht so schön. Ich schieße nochmal. Ah, schade, diesmal nicht. Leute, wieso fahrt ihr alle nach vorne? Basis verteidigen? Ich muss auf jeden Fall so weit wegfahren, dass ich noch in Reichweite unseres Kreises bin. Aber auch so ein bisschen auf der sicheren Seite stehe. Also quasi ein bisschen weiter weg. So, bleibe ich erstmal hier und guck mal, ob von hier irgendwas geht. Ich schieß schon mal. Jawoll. Super duper. Ich weiß leider nicht, ob der noch da steht. Nee, tut er nicht. Schade. Ah, komm schon, einzielen.
Nee. Echt jetzt? Ach, schade. Oh Mann, ey. Diese blöden Idioten. Tausendmal auf der Karte gepinkt und Basis verteidigen geschrieben und was machen die? Die eiern einfach weiter. Naja. Ach, egal. Brauche ich mich jetzt nicht drüber aufregen. Will ja Spaß haben. Aber das war jetzt echt doof. Also die hatten früh genug die Chance. Jetzt starten die das Cappen, oder was? Lol. Naja, egal. Schreibt der eine noch Cap? Die waren schon fast bei 100%. Ey, was für Trottel. Mann. Oh. Gut. Die Runde jetzt wird besser. Hoffentlich. Mal gucken. So, gucken wir mal, wie die Runde wird. Schauen wir mal, wenn die Lemminge hier alle rechts rüberfahren, Richtung Wäldchen, wie sie es so oft leider machen. Dann verlieren wir, aber das sieht schon mal ganz gut aus, dass jedenfalls, auch wenn es nur eine Stufe 6er ist, aber dass der schon mal mit hier rüberkommt. Beim letzten Mal habe ich mit der 304 hier vorne auf dem Hügel gestanden. Das werde ich jetzt wieder probieren. Denn beim letzten Mal ging das eigentlich recht gut. Ich kam an recht viele Stellen gut ran. Und von hier aus kann man eigentlich auch ganz gut flüchten. Man muss nämlich einmal nur kurz drehen und dann hat man gleich bergab und ein bisschen mehr Speed drauf. Und das ist nicht so unwichtig. Okay, gucken wir mal. Natürlich noch nichts in Reichweite. Wie es denn ja immer so ist. So, gucken wir schon mal, dass wir hier. Kann ich gar nicht hin. Schon mal hier so ein bisschen hinzielen, denn ich denke, hier wird sicherlich gleich irgendwo was aufgehen. Ich hoffe es einfach mal. Komm schon. Natürlich. Komm schon. Aha. Kritischer Treffer, kein Schaden. Doof. Komm, spottet den noch mal. Ich feuer einfach noch mal hier hin. Oh. Echt jetzt? Also da hätte ich ja jedenfalls mit einem kleinen Treffer mal belohnt werden können, finde ich. Komme ich da jetzt hin vielleicht? Aha. Nein, bleib stehen! Ah, oh, verdammte Axt, Mann! Jedes Mal. Oh Mann. Aber immerhin habe ich resettet. Das ist auch schon mal nicht schlecht.
Jawohl. Ja, die müssen ja eigentlich nur spotten. Ich mach dann den Rest. Tja, ich mache zwar leider nicht viel Schaden. Oh, jetzt kommen sie auch gleich von rechts. Ah, super. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Ich fahre lieber schon mal ein Stück hier rüber. Ich bin nämlich der Letzte, der hier steht. Oha, und dann kommen sie alle. Spottet den doch einfach. Komm schon, wo ist er hin? Wir haben sie böse erwischt. Nein! Der hat noch 49 HP! Sehr schön. Ach, und der Jagdpanther hier lebt tatsächlich immer noch. Das ist ja der Hammer. Also ich sag mal, von den Treffern her kann ich mich nicht beschweren. Das läuft schon mal ganz gut. Nein. Ah. Oha, jetzt kommen sie langsam. Oh, viel zu kurz. Nein, ich bin der Letzte. Ach, verdammt. Naja, hätte ja klappen können. Ach Mann. Das war doch jetzt doof. Schon die zweite Runde mit so einem. Ich sag's jetzt nicht, sonst ärgere ich mich wieder. Ja, gut. Natürlich will ich ja jetzt nicht hier bei genau 50% stehen bleiben. Also entweder gewinne ich jetzt oder ich verliere. Ich möchte natürlich lieber gewinnen. Deshalb nehme ich mal den Panzer, mit dem ich eigentlich am besten um kann. So, los geht's. Ja. Wir haben hier, na, Prokhorovka. Immer diese Zungenbrecherkarten. Schlimm ist das. Ja, ich würde sagen 52%. Das ist, glaube ich, heute das. Ist das das erste Mal eigentlich? Ich weiß es gar nicht genau. Ah, es geht ja schon wieder super los hier. Oh Mann, oh Mann. Aber der hat auch nur 46%. Ich meine, mit Scouts ist natürlich auch generell ein bisschen schwierig.
Aber das hätte er jetzt nicht unbedingt machen müssen. Das war ein bisschen quatschig. Oh, die sind genau an der Kante, ne? Ich kann die nicht. Wenn nur so eine Sekunde sehen, dann fahren die wieder raus. Ich muss weiter nach vorne. Och, komm schon. Tja, und der steht genau am in der Kuhle sozusagen. Da komme ich nicht ran. Zum Mäusemelken ist das. Tja, wir haben leider keinen Spotter in der Mitte. Das ist natürlich auch recht gefährlich. Ja, und der, den wir hatten, der ist leider schon lange platt. Ah, das gefällt mir nicht so richtig. Der Rudi, warum steht denn der Rudi da so? Meint er, der spottet da was? Tatsächlich. T29, incoming. Und ich komme nicht ran. Ah, okay. Das waren die beiden T29 der Gegner. Das ging flott. Sehr schön. Schauen. Ah. Tiger, oder? Nee, 58, oder? Ach. Mist. Ja, also ich werde jetzt auch garantiert nicht vorfahren bei der ISO, die da steht und der Jagdpanzer und nee, lieber nicht. Rheinmetall macht hier mal alles platt, eben. Ja, okay, also die letzte Runde hier wird leider eher so ein Stellungskriegrunde. Also so extrem hatte ich das auch noch nie. Selbst rechts fahren die Leute Gott sei Dank mal nicht über den Berg. Das ist total selten eigentlich, dass sowas mal passiert.
Ich finde das richtig gut, muss ich ehrlich sagen. Also es ist zwar jetzt für eine Folge, die man aufnimmt, nicht so super spannend, weil halt nicht ganz so viel Action drin ist. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, so für mich als Spieler jetzt gerade finde ich das mal recht angenehm, dass man mal Leute hat, die auch ein bisschen vorsichtiger mal agieren. Den Körnerworn da vorne oder wie auch immer man das Ding ausspricht. Da brauche ich, glaube ich, gar nicht versuchen ranzukommen. Körnerworn. Körnerworn. Ja, ich kann ja sonst einfach ein bisschen Quatsch labern nebenbei. Nee, ich lasse das mal lieber. Quatsch labern ist immer ein bisschen blöd. Was könnte man noch so erzählen? Da vorne. Da geht's doch jetzt los. Jetzt werden sie langsam ungeduldig, die Jungs und Mädels hier. Ah, nee, da schieße ich nicht mehr. Schade. Mano. Wieso sehe ich die immer nur, wenn die gerade zurückfahren und verschwinden? Das gibt's doch gar nicht. So, jetzt wieder der S3. Ich weiß nicht so genau, was ich davon jetzt halten soll. Das ist doch eine Verschwörung. Kommt ihr mal raus da? Leute, Leute. Also ich bin echt kurz davor, Richtung Mitte zu fahren um zu spotten. Kurz davor. Ah, nein, der ist gleich tot. Nein, 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 mach das nicht. Ja, war klar, dass sich die ISU den holt. Mann, ey, schon wieder beim Runterfahren. Das gibt es nicht. Nein. Ah, naja, jetzt geht's immerhin mal ein bisschen los hier. Herrlich. Och je. Ding ja sowas von dem Boden. Also ein paar Mal getroffen habe ich ihn. Das Problem ist nur, ich komme da irgendwie nicht so gut durch. Und da fährt er schon wieder runter. Jedes Mal, wenn ich diesen blöden Panzer da sehe, fährt er gerade rückwärts hinter den Berg.
Das gibt's doch gar nicht. Naja, 3 Minuten noch. Das scheint tatsächlich ein Draw zu werden. Das hat man, glaube ich, auf dieser Map auch eher selten. Also ich hatte bisher, glaube ich, noch keins. Ja, das wäre auf jeden Fall mal eine Maßnahme. Ah, super, der M44 macht sogar. So, also ich werde hier garantiert nicht spotten. Der Tiger da hinten, ja, der kann mal. Er hat auch nicht mehr so viel. Das Problem ist nur, ich glaube, ich bin auch ein One-Shot für die ISO. Ich habe echt keinen Bock da reinzufahren. Man bewegt sich der Tiger jetzt schon mal. Das ist natürlich nicht so schlecht. Unser Rudi, schade, der ist weg. Ich denke mal, die werden gleich kommen. Die haben noch 3 schwere Panzer und jede Menge TDs. Aber ja, mit ein bisschen Glück können wir das noch. Oh, da hinten ist die ISO mittlerweile. Krass. Komm schon. Nachladen, nachladen, nachladen. Wow, ist 2. Ah, hau ab, Mann. Komm schon. Ah. Ja, genau, Jagdtiger. Jetzt kommen sie alle, klar. Verdammt, ey. 1 Minute noch, jetzt gewinnen die. Shit. Oh, so ein blödes Ende. Ärgerlich. Aber die hatten auch einfach noch zu viel am Ende, also. Ja, ärgerlich, ärgerlich, das Ganze. Es sei denn, er kann sich jetzt noch vielleicht hinterm Busch verstecken. Aber das glaube ich nicht. Nee, da geht's. Okay. Komm schon. Halt durch. Halt durch. 30 Sekunden. Nein. Ah, so ein Ärger. Schade. Naja, gut. Fast eine ganze Runde mal durchgespielt von der Zeit her. Das ist auch eher selten. Ja, ich habe einiges auf jeden Fall getroffen. Tja, aber wenn's Systeme waren, immer nur die Kette. Aber egal. So, wie sieht's beim Schaden aus? Ja, ganz, naja, hätte besser sein können. Ich habe noch ein bisschen Plus gemacht. Also von den Treffern her muss ich sagen, war es nicht schlecht. Aber leider hat es nicht gereicht, um heute mal eine positive Statistik zu haben. Also jedenfalls über 50%. Schade. Gut, aber ich werde die Runde jetzt hier trotzdem beenden. Ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Und ja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.